Thema dieses Videos ist die multiple lineare Regression als Erweiterung der linearen Regression, das heißt der Bestimmung von linearen Modellen für die Vorhersage. Genauso wie in den Folien zum Thema lineare Modelle, lineare Regression, betrachten wir wieder das Beispiel der Daten eines Unternehmens, das Marketingbudgets für drei verschiedene Medien hat, für Fernsehen, Radio und Zeitung und uns 200 Werte zur Verfügung gestellt hat, wo wir sehen, welche Höhe der Marketingbudgets zu welchen Verkaufszahlen in einer dieser 200 Märkte geführt hat. Und wir waren zum Beispiel in der Lage, für das Modell zwischen Fernsehbudget und Verkaufszahlen ein lineares Modell aufzubauen. Wir haben dieses lineare Modell dann auch untersucht nach Qualität. Wir haben Hypothesentests durchgeführt, ob überhaupt ein Zusammenhang besteht. Das war gerade nochmal das Streuungsdiagramm zwischen TV-Budget und Verkaufszahlen. Und hier sehen wir nochmal das lineare Modell, die Regressionsgerade, die wir bestimmen konnten. Das können wir natürlich genauso in dem Residualplot nochmal uns ansehen, und da hatten wir festgehalten, wenn wir hier in diesem Plot keine Muster erkennen, sondern mehr oder weniger verrauschte Daten, dann können wir davon ausgehen, dass das lineare Modell durchaus einsetzbar ist. Das können wir jetzt genauso machen für die anderen beiden Einflussgrößen, die wir haben. Hier sehen wir gerade das Streuungsdiagramm zwischen Radio und Verkaufszahlen. Auch hier könnte man erwarten, dass wir noch ein lineares Modell machen können. Hier ist es auch schon. Auch hier streuen die Daten, wenn wir immer weiter nach rechts schauen, immer mehr. Auch hier wieder der Residualplot. Sieht eigentlich ganz manierlich aus. Und auch für die letzte Einflussgröße, nämlich die Zeitung, Newspaper und Sales, da sehen die Daten schon etwas seltsam aus. Wenn sie immer in dem Bereich gehen, dann liegen sie sehr wenig. Aber natürlich können wir ein lineares Modell aufbauen und auch hier wieder die Residuen uns ansehen. Hier auch nochmal die Ergebnisse, die wir schon hatten, für Achsenabschnitt und Steigung, das heißt für Beta 0 und Beta 1. Hier sehen wir nochmal die Werte, die wir berechnet hatten. Hier war gerade die Varianz dieser Werte, die T-Statistik für den Hypothesentest. Wichtig war dieser Wert hier. Der P-Wert ist, wir hatten hier immer 5% Irrtumswahrscheinlichkeit verwendet, ist sehr, sehr klein im Vergleich zu dieser Irrtumswahrscheinlichkeit, sodass wir durchaus davon ausgehen können, dass wir hier ein sinnvolles Modell gebaut haben. Für 1000 Dollar im TV-Budget werden die Verkaufszahlen durchschnittlich so zwischen 42 und 53 Einheiten ansteigen. Wir hatten auch Intervallschätzungen dafür angegeben. Das gleiche können wir jetzt für Radio und Newspaper auch durchführen. Auch hier bekommen wir P-Werte in der gleichen Größenordnung wie Fernsehen. Wir bekommen wieder die Werte. 1000 Dollar mehr in das Radiobudget sind 203 mehr Einheiten. Und für Newspaper, für die Zeitung geht es auch. Auch hier sind die P-Werte in dieser Größenordnung kleiner als 10 hoch minus 4. Und bei 1000 Dollar mehr in das Newspaper-Budget bekommen wir 55 Einheiten ungefähr mehr im Verkauf. Weniger als bei Radio zum Beispiel, aber wir bekommen auf jeden Fall etwas mehr. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ob diese verschiedenen Einflussgrößen, TV, Radio und Newspaper, dann vielleicht auch Abhängigkeiten voneinander haben. Genau das ist die Frage, die wir mit der multiplen linearen Regression beantworten können. Jetzt haben wir nicht nur eine Einflussgröße x, sondern wir nummerieren sie durch, von x1 bis xp, p Stück, und fangen mit dem Beta 0 wieder an. Vorhin stand da einfach nur ein Beta 1 mal TV. Jetzt geht es einfach weiter bis Beta p nach xp. Dann wissen wir eben auch, ja, selbst diese, wenn wir sehr viele Einflussgrößen haben, wir werden trotzdem nicht das ganze Modell modellieren können. Das heißt, es ist immer noch wieder dieses Epsilon mit dabei, diese Zufallsvariable mit Mittelwert 0
und einer Varianz von Sigma Quadrat. Konkret für unser Beispiel heißt es, wir modellieren Sails einfach als Beta 0 Achsenabschnitt, Beta 1 mal TV plus Beta 2 mal Radio plus Beta 3 mal Newspaper, eben wieder plus dieses Rauschen, in dem wir alles stecken, was wir eben durch diese drei Einflussgrößen nicht interpretieren können. Wenn wir nur eine Einflussgröße betrachtet hatten, TV oder einfach nur ein X allgemein, dann konnten wir natürlich dieses lineare Modell sehr gut darstellen. Wir konnten ein Streuungsdiagramm darstellen und haben eine Gerade als lineares Modell bekommen. Wenn das P sehr groß ist, wird das natürlich sehr schwierig. Für P gleich 2 haben wir noch eine Chance, uns eine grafische Darstellung vorzustellen. Das heißt, wir hatten jetzt hier ein Beispiel Sales, TV und Radio oder hier allgemein X1 und X2. Das heißt, wir haben hier in der Ebene zwei Einflussgrößen. Auf die Z-Achse geben wir dann Sales, das heißt die beeinflusste Größe, und haben dann eine dreidimensionale Darstellung. Zum Beispiel auch aller Punkte, weil TV, Radio, Sales ist einfach ein Punkt im Raum. Hier sehen wir das gerade. Hier unten sehen wir TV, hier sehen wir Radio. Z-Achse ist gerade Sales. Und dann sehen wir hier diese Punktewolke. Das sind genau diese 200 Punkte, die jetzt zu unserem Streuungsdiagramm gehören. Und wenn wir jetzt ein lineares Modell aufbauen, Beta 0 plus Beta 1 mal TV plus Beta 2 mal Radio, und dann entspricht das jetzt einer Ebene, die hier in diesem Raum liegt und die alle Abstände zwischen diesen grünen Punkten im Raum und dieser Ebene eben minimiert, genauso wie wir das vorhin mit den Residuen bei der Gerade hatten. Und da bekommen wir so ein Bild. Merken wir schon, wenn P jetzt 10 ist, haben wir natürlich keine Chance, uns das grafisch vorzustellen, weil wir dann 10 Dimensionen haben, was natürlich nicht mehr geht. Gut, was wir uns natürlich jetzt fragen müssen ist, können wir dann mindestens eine der Einflussgrößen für eine Vorhersage nutzen? Das haben wir ja schon im Prinzip vorhin gesehen. Die linearen Modelle, wo nur TV, Radio oder Newspaper einging, hatten ja auch sehr gute P-Werte. Die Frage ist aber auch, helfen alle Einflussgrößen oder ist nur eine Teilmenge davon wirklich nutzbar? Spielt Radio zum Beispiel keine Rolle? Können wir das erkennen in diesen linearen Modellen, die wir jetzt aufbauen können? Wie gut ist natürlich wieder dieses Modell? Wieder die Frage nach der Qualität. Wie machen wir eine Vorhersage? Das ist ziemlich klar, wenn wir TV-Radio-Werte haben, hier in dem Bild, und dann setzt man das in die Funktionsvorschrift ein und bekommen eine Vorhersage für die Verkaufszahlen. Und wir erwarten natürlich, das ist auch genauso, dass wir auch wieder Intervallschätzungen für diese Vorhersagen bekommen können, auch wenn da die grafische Darstellung natürlich immer schwerer wird. Wir hatten, um die Qualität des Modells zu untersuchen, bei den linearen Modellen Hypothesentests durchgeführt. Da war die Nullhypothese, es gibt keinen linearen Zusammenhang. Hier ist jetzt die Nullhypothese, es gibt keinen Zusammenhang zwischen x1 bis xp und y. Das heißt, alle meine Betas bis auf Beta 0, die sind 0. Und die Gegenhypothese, mindestens einer der Parameter Beta i ist ungleich 0. Das heißt, mindestens eine der Einflussgrößen beeinflusst auch wirklich das y, meine beeinflusste Größe, also H1 ist, es gibt mindestens einen Index i, für den Beta i ungleich 0 ist. Die Statistik, die man jetzt hier berechnet, ist keine T-Statistik, sondern eine sogenannte F-verteilte Statistik. Das soll jetzt aber uns nicht so sehr interessieren. Interessant sind natürlich wieder die P-Values, die P-Werte, die wir bekommen. Jetzt bekommen wir einfach für Beta 0, Beta 1, Beta 2, so viel wie es eben gibt, P-Werte. Und wenn man das jetzt mal auf unser Beispiel wieder macht, sehen wir hier die Ergebnisse. Beta 0 ist 2,9, TV ist 0,046, Radio ist 0,189 und für die Zeitung, für Newspaper haben wir einen Wert von 0,001 im Negativen. Wir bekommen wieder die Standardabweichungen und die Statistikwerte und wir bekommen P-Werte. Und hier ist jetzt etwas passiert. Wir hätten ja
annehmen können, als wir Newspaper allein drin hatten, haben wir einen p-Wert ja bekommen, kleiner als 0,001. Hier sind für die ersten drei Achsenabschnitte TV und Radio haben wir wieder sehr kleine p-Werte, aber der für Newspaper ist 0,8599 und bei einer 5% Irrtumswahrscheinlichkeit heißt es eigentlich, Newspaper würden wir wahrscheinlich eher aus dem Modell rausnehmen. Wir können jetzt wieder einfach 1000 Dollar sozusagen in die Budgets hineinpacken, zum Beispiel ins Radiobudget halten die anderen fest und dann würden wir jetzt 189 mehr Einheiten verkaufen. Das sagt uns gerade dieser Wert hier bei Radio. Wir hatten schon auch im linearen Modell, hatten wir den Standard Error betrachtet und hatten auch wieder gemerkt, okay, da hängt ja wieder von der Problemgröße ab. Auch hier können wir ein Bestimmtheitsmaß berechnen, auch für dieses lineare Modell. Der liegt bei 0,897, das ist sehr, sehr hoch, das ist sehr nah bei der 1. Das deutet also darauf hin, dass wir, wenn wir ein lineares Modell machen mit diesen drei Einflussparametern, dass wir ein deutlich besseres Modell haben, als wenn wir nur TV verwenden. Also wir haben uns jetzt überzeugt, dass diese Einflussgrößen durchaus Sinn machen, wenn man jetzt mal das Bestimmtheitsmaß denkt, das wir gerade gesehen haben. Aber dieser p-Wert beim Newspaper von 0,8599, den muss man dann doch nochmal diskutieren. Und da stellt sich schon die Frage, welche dieser Einflussgrößen verwenden wir denn wirklich? Wir können alle verwenden, wie wir es eben gemacht haben, aber vielleicht gibt es ja auch sinnvolle Strategien, um die Einflussgrößen sozusagen auszuwählen. Im englischen Sprachraum nennt man das dann Variable Selection. Es gibt zwei Methoden. Eine habe ich hier auf die Folie geschrieben. Das nennt sich Backward Selection. Die geht einfach so davon aus, was wir eben auch gemacht haben. Wir nehmen einfach alle p-Einflussgrößen. Für das Advertising-Beispiel wäre das eben gerade p gleich 3. Wir lassen die Einflussgröße mit dem größten p-Wert weg. Das wäre jetzt gerade in unserem Beispiel Newspaper. Und wir lassen sukzessive immer mehr Einflussgrößen weg, bis wir ein Abbruchkriterium erreichen. Und dieses Abbruchkriterium könnte zum Beispiel so formuliert werden, wie hier auf der Folie. Wir stoppen dann, wenn alle verbleibenden p-Werte unterhalb eines vorher festgelegten Werts sind. Das würde jetzt bei unserem Beispiel, wir führen das gar nicht durch, dazu führen, dass wir Newspaper einfach weglassen. Das ist dann leicht schlechter. Ja, also je mehr Einflussgrößen wir in das Modell hineinbauen, desto besser wird sozusagen auch das Bestimmtheitsmaß, aber eben nicht sehr stark. Wir lassen Newspaper weg und würden dann abbrechen. Die umgekehrte Richtung, die ich jetzt gar nicht auf die Folie hier gepackt habe, nennt sich Forward Selection. Sie fangen mit einer Einflussgröße an, zum Beispiel TV, fügen dann Radio hinzu, schauen nach, ob wieder ein Abbruchkriterium erfüllt ist, fügen Newspaper hinzu, das heißt, die machen das sozusagen die andere Richtung, aber ich mache meistens hier die Backward Selection. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Trotzdem wieder die Frage, wie gut ist das Modell? Wir hatten schon gesehen, Bestimmtheitsmaß ist 0,897. Das ist extrem groß. Eins wird ja schon heißen, die liegen alle auf einer Ebene. Wir können wieder Prognosebereiche angeben. Das hatten wir ja schon bei linearen Modellen gemacht. Und das lassen wir jetzt aber hier auf den Folien sein. Das geht formal genauso wie bei einer Einflussgröße. Gut, was wir jetzt noch machen wollen ist, könnte ja sein, dass es vielleicht nicht nur lineare Modelle gibt, sondern Polynome, dass eine Einflussgröße quadratisch und zur dritten Potenz eingeht oder was wir auch theoretisch modellieren können. Wir werden es hier nicht in den Folien sehen, aber in R üben, dass zwei Einflussgrößen als Produkt in das Modell eingehen. Das können wir alles einbauen. Das heißt, wir machen polynomiale oder allgemein nicht lineare Modelle. Und dazu wechseln wir jetzt das Beispiel. Auch das ist ein Datensatz, den wir schon kennen. Das ist der Autodatensatz aus dem ISLR. Paket und hier habe ich ein Streuungsdiagramm. Ich habe mal zwei
Größen ausgesucht, nämlich die Leistung. Horsepower ist das im Datensatz in PS und als Y, als beeinflusste Größe, die Miles per Gallon, MPG. Das heißt der Verbrauch. Und es liegt vielleicht schon nahe, dass man da einen Zusammenhang vermuten würde. Steuerungsdiagramm zeigt das auch an. Jetzt machen wir einfach ein lineares Modell. Hier haben wir es schon. Naja, da haben wir schon. Hier so könnte man schon langsam Zweifel bekommen, wie gut denn dieses lineare Modell jetzt wirklich ist. Ich zeige Ihnen mal gerade den Residualplot. Sehen wir hier auch schon so rechts. Das ist nicht mehr wirklich so ein Rauschen, was wir drumherum haben. Also das würde dafür sprechen, wir schauen mal, ob wir nicht ein anderes Modell bauen können. Und diesmal fügen wir nicht nur weitere Einflussgröße hinzu, könnten wir natürlich machen, haben wir vorhin ja schon gemacht, sondern wir bauen jetzt einfach ein Polynom, in dem wir einfach sagen, das lineare Modell oder das Modell an sich ist Beta 0 plus Beta 1 mal x1 plus Beta 2 mal diese gleiche Einflussgröße, aber zum Quadrat. Das ist für die Mathematik, um diese Beta 0, Beta 1, Beta 2 zu berechnen, kein sehr großes Problem. Für unser konkretes Beispiel wäre das eben MPG, Miles per Gallon ist Beta 0 plus Beta 1 mal Horsepower plus Beta 2 mal Horsepower zum Quadrat. Wir bestimmen die Betas und geben das jetzt wieder mit dem Streuungsdiagramm aus. Und wenn Sie jetzt mal hier rechts unten zum Beispiel hinschauen, würden wir schon sehr stark vermuten, dass dieses Modell wahrscheinlich eine bessere Eigenschaft hat als das lineare Modell. Ich zeige Ihnen mal gerade das hier, da ist es. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Ja, das sieht eigentlich so aus, als wäre das durchaus sinnvoll, ein quadratisches Modell zu machen. Jetzt sehen wir uns unseren Residualplot vom Linearen an. Das hat man ja schon so als Ausgangspunkt. Wir haben auch ein anderes Modell. Und jetzt sehen wir das vom quadratischen Modell. Und das sieht eigentlich auch hier wieder so danach aus, dass es Sinn macht, dieses Modell einzusetzen. Wir könnten, wie schon vorhin erwähnt, auch Produkte, zum Beispiel TV, Mahl, Radio für Sales, das werden wir jetzt nicht machen, aber das ist dann alles durchführbar. Als letztes Thema wollen wir uns jetzt noch qualitative Einflussgrößen ansehen. Frage ist also, können wir auch qualitative Einflussgrößen in ein lineares oder ein multiple lineares Modell einbauen? Die Antwort ist ja, wir führen Dummy-Variable ein. Das heißt, es gibt immer eine Dummy-Variable weniger, als es mögliche Merkmalsausprägungen gibt. Wir schauen uns hier gleich das konkrete Beispiel an. Dass dieser Datensatz heißt Car Seats, ist auch im ISLR-Paket enthalten und werden wir auch in den Labs dazu nochmal ganz konkret betrachten. Wenn wir diese Modellierung in R durchführen, müssen wir uns um diese Dummy-Variablen überhaupt nicht kümmern. Wenn wir eine qualitative Einflussgröße, wie zum Beispiel jetzt hier in dem Datensatz, das Geschlecht dazu nehmen bei den Kreditkarten und dann sorgt er dafür, dass das automatisch da ist. Hier zum Beispiel XI wäre, nennen wir einfach das 1, wenn die ID-Person weiblich ist, 0 männlich, typisch qualitatives Merkmal. Und dann machen wir einfach eine lineare Regression, das heißt, wir verändern unser Modell und sagen einfach, okay, Y ist einfach Beta 0 plus Beta 1 mal dieses XI plus ja, so ein Epsilon, was aber eigentlich immer gleich ist. Und einmal haben wir hier einfach ein Beta 1, weil das ist ja 1, wenn es weiblich ist, und 0, wenn es männlich ist. Das heißt, da haben wir hier sozusagen das hier. Beta 0 kann man dann so auffassen, ist der durchschnittliche Wert für Y für Männer. Beta 1 ist der Unterschied in Y zwischen Frauen und Männern. Und die Summe Beta 0 plus Beta 1 ist der durchschnittliche Wert für die Frauen. Wenn man das dann durchführt, das sind quasi die Ergebnisse, so wie sie dann auch in R
zu sehen sind, bekommt man Wert für Achsenabschnitt Beta 0 und bei Gender Female, das ist dann gerade das Beta 1, bekommt man Wert, bekommen wieder Varianzen, wir bekommen T-Werte und wir bekommen wieder P-Values für den Hypothesentest. Der ist hier sehr hoch für dieses qualitative Merkmal. Das soll nicht heißen, dass es immer für qualitative Merkmale so hoch ist. Hier würden wir wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem Merkmal Y gibt. Es vorhin schon erzählt, wenn wir drei Ausprägungen haben in der qualitativen Ausprägung, dann brauchen wir vier Dummy-Variablen, bei zwei brauchen wir drei. Das ist jetzt gerade so ein Beispiel, in dem man sagen, okay, wenn man davon ausgehen, wir hätten drei Ausprägungen, Asien, Europa oder Amerika, das heißt, wir haben irgendwas über die Kontinente modelliert und dann bekommen wir für drei Zustände dieser Einflussgröße eben zwei Dummy-Variable. Die eine ist 1, wenn die Person aus Asien ist, und 0 nicht. Und die zweite ist 1, wenn die Person aus Europa ist und 0 nicht. Und dann bekommen wir jetzt so ein lineares Modell. Ist die IT-Person aus Asien, ist es Beta 0 plus Beta 1 mal Epsilon. Für Europa Beta 0 plus Beta 2 und für Amerika. Das steckt dann quasi einfach in dem Beta 0 drin und das können wir dann einfach in R durchführen, bekommen wieder P-Values und können dann entscheiden, war das jetzt sinnvoll, lassen wir eine Einflussgröße weg, fügen wir weitere hinzu.